Kevin Costner spielt in Yellowstone einen strengen, aber edlen Anführer. Aber wie behandelt er die Darsteller und die Crew der Serie im wirklichen Leben? Ja. Unter der Bande harter Nüsse, die in Taylor Sheridans Yellowstone in abgewetzten Jeans und Cowboyhüten herumlaufen, kann keiner Kevin Costners John Dutton das Wasser reichen. Als Patriarch der modernen Dutton-Familie, Chef des Familienunternehmens und strenger Aufseher über die verschiedenen Unternehmungen seiner Kinder, ist John Dutton ein Mann, der immer wieder deutlich macht, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Angesichts eines so mühelos harten Äußeren ist es nur natürlich, dass sich die Zuschauer fragen, wie viel von John Dutton stammt von der wahren Persönlichkeit des zweifachen Oscar-Preisträgers. Ryan Bingham, der Schauspieler, der Walker in der für den Emmy nominierten Serie spielt, könnte eine interessante Perspektive auf diese Frage haben. In Yellowstone wird Walker als der Außenseiter unter den verschiedenen Rancharbeitern auf der Dutton Yellowstone Ranch dargestellt. In Staffel 2 führt eine besonders unangenehme Begegnung mit John Duttons rechter Hand, Rip Wheeler, beinahe zu Walkers vorzeitigem Ableben. Was hält Bingham also im wahren Leben von Costner? Und was vielleicht noch wichtiger ist, ist der Rest der Yellowstone-Darsteller jemals dem bedrohlichen Blick von John Dutton ausgesetzt gewesen? Glücklicherweise haben die Darsteller und die Crew von Yellowstone Informationen über Costner preisgegeben, die den Schauspieler in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen als sein stoisches Gegenstück auf der Leinwand. Wie die Zuschauer vielleicht gehofft haben, dauert es nicht lange, bis sie erkennen, dass Costners Yellowstone-Persönlichkeit fest auf die Grenzen der Leinwand beschränkt ist. In einem ausführlichen Interview mit der Los Angeles Times, das im Februar veröffentlicht wurde, sprach Bingham über eine Reihe interessanter Themen, die mit seiner Person und seiner Arbeit am Set von Yellowstone zusammenhängen. Es überrascht nicht, dass er auch viel Gutes über seinen Chef auf und neben dem Bildschirm zu sagen hatte. Bingham verriet, dass es trotz der angespannten Art von John Dutton eine wahre Freude ist, mit dem erfahrenen Star hinter der Figur zusammenzuarbeiten. Bingham verriet sogar ein besonderes Detail über Costners Verhalten am Set, das ihn zu einem echten Aushängeschild in Hollywood macht. Laut Bingham besteht Costner darauf, jedem einzelnen Mitglied der Besetzung und der Crew jeden Tag die Hand zu schütteln. Natürlich scheint auch John Dutton ein Typ zu sein, der gerne die Hand schüttelt, aber die meisten Charaktere in der Serie können sich nie ganz sicher sein, ob die Hand, die Dutton ihnen reicht, nicht auch einen Revolver in der Hand hält. Auch wenn viele es wahrscheinlich hätten erraten können, ist es doch eine Erleichterung zu erkennen, dass Costner nicht ganz so verkrampft ist wie die Figur, die er darstellt. Als Hauptdarsteller der Serie und auch als ausführender Produzent gibt Costner mit seinem Verhalten am Set sicherlich den Ton an, an dem sich der Rest der Besetzung und der Crew orientieren sollte. Laut Bingham fühlen sich die Leute am Set von Yellowstone oft frei, die Stimmung aufzulockern, sobald die Arbeit für den Tag erledigt und die Kamera ausgeschaltet ist. Bingham sagt in dem Interview, wir machen hinter den Kulissen immer Witze und solche Sachen. Es ist interessant, wie leicht und lustig es ist, wenn wir am Set sind und herumspielen. Die Leute jagen Pferde herum und solche Sachen. Aber wenn man dann die Serie sieht, kann es ziemlich düster sein. Trotz der festgestellten Unterschiede zwischen der Serie und dem wirklichen Leben gibt es einen besonders interessanten Aspekt, der die beiden verbindet. Binghams Vorliebe für das Gitarrenspiel. Obwohl Lloyd Walkers Melodien in der vierten Staffel nicht sonderlich gut findet, scheint es der Crew im wirklichen Leben sehr zu gefallen. Während eines Gesprächs, das von Paramount Network als Yellowstone-Bonus-Feature veröffentlicht wurde, bemerkten einige der Yellowstone-Darsteller, dass Bingham am Set regelmäßig die Gitarre benutzt. Ian Bohan, der Schauspieler, der Ryan spielt, sagte, dass Bingham ständig Gitarre spielt, etwas, das allen zu gefallen scheint. And he'll just get off in his own world and everyone stops what they're doing. At least, you know, if you're not working and just listens to it. It's a dream. Bei all der Kameradschaft am Set in der realen Welt könnte vielleicht auch der ständig gestresste Dutton-Clan von einem Kurztrip in die Schlafbaracke profitieren? Vielleicht bekommen sie die Gelegenheit dazu, wenn Paramount Network irgendwann später in diesem Jahr mit der Ausstrahlung von Yellowstones Staffel 5 beginnt. Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Bald kommen noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme und TV-Serien. Abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.